Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria, Gesundheit Magelo. In der letzten Folge haben wir die fünfte Kammer abgeschlossen von den Himmelsstäben. Wir gehen schon mal auf dem Weg zur sechsten Kammer. Und ja, ausgehend hat sich jetzt nichts getan. Wir sind ungefähr 5 Minuten entfernt von der letzten Aufnahme. Und wir gehen jetzt da mal eiskalt rein, ne? Muss keine Vorbereitung oder so treffen, hab keine Tränke des Lebens oder so verbraucht und so, sind vollständig da durchgegangen. Also ja, für dazu. Okay, mir ist noch aufgefallen nach so einem blöden Raum. Ich habe noch ein paar DLCs, die ich vielleicht noch ausrüsten, aber und zwar haben wir hier noch Managerie Sets, Velvet, Magilo und Eleanor. Habe ich jetzt natürlich dann auch praktischerweise im Team hier reingestellt, damit wir die sehen. Okay, Managerie-Stil, Attack-Karten, Seidenhut, okay. Tun wir mal die Mails damit ausrüsten. Sag mal, ich habe keine Ahnung mehr, wie das aussieht. Ein Künstlerversuch, auf Anweisung der Herrin der Truppe nicht zu schrill. Ja, die Klamotten sind das. Hier ist auch heißes Quellen-Klamotte. Und ja. Da ist keine Musik dabei. Okay, ich dachte jetzt, da wären die Idol Master Klamotten, aber naja, nee, sind noch mal extra, um an Elnors Seite Magilos Assistenten zu spielen. Okay, nicht gut. Magilos die Chefin oder was? Normen Karten sein gut. Ach, den Hut habe ich vergessen. Ne? Wo ist er? Nee, das hier ist der, ne? Ja, sieht man ja schon in Farben. Attack, ja genau. Ist nicht irgendwie so ein Normen. Sieht man da irgendwie Normen oder so? Nee, ne? Doch, da ist ein Normen abgebildet, sehe ich. Egal. Boom, boom. Das ist aber nicht basiert auf irgendeine Serie oder so, ne? Ein bisschen aus wie Madoka Magica. Bin übrigens immer noch ein bisschen beleidigt, weil die ja Kostüme nicht in Dings reingepackt haben. In welchem Spiel war es? Tales of Exilia 2, ne? Der Normen Attack Karte, was? Okay. Hübsch sehen sie aus, okay. Noch Magilo und dann Bienenfokarten sei nur ein protziges Band. Okay, zeig mal. Wow. Herrin der Majorie muss als prachtvolles Mitglied herausstechen. Natürlich. Ja. Okay. Tut echt ihre eigene Managerie eröffnen. Sehr cool. Rotziges Band. Cool. Sieht irgendwie aus wie so eine Hofnarrenkleidung ein bisschen, aber was soll's. Das ist bei ihr, weil die Farben, aber eigentlich sind die Farben ja, wie nennt man das, symmetrisch. Was zum? Aber das denn irgendwie eine Casino-Wand oder wie? Weg. Aber Normen legt sich da drauf. Ach, ich kann gar nicht zurück. Ah. Ich weiß nicht, was mit den Wänden hier auf sich hat. Ich kann einfach da durchbashen. Also, ja, was das soll. Sollen die mir die Gesicht blockieren oder was? Aber egal. Wir gehen aber immer nicht bekämpfen. Wir werden ja genug sehen hier in diesen. Oh, wir sind schon da. Boom. Wir ja diese Zeitaufgabe bekommen. Aber ich werde erstmal die Schatztruhen hier alle ausplündern. Weil uns wird der Part, glaube ich, ein bisschen zu kurz, wenn wir hier. Piratenkönig. Kulinarisches Genie. Haben wir alle Rezepte. Cool. Jetzt nicht gedacht, ich dachte, wir hätten eigentlich schon ein paar verpasst oder so.
denn jeden in jeder Kammer hier irgendwie welche irgendwo sind in irgendeine Truhe, aber anscheinend nicht. Was, was? Sieht irgendwie stylischer aus mit dem Kostüm. Da. Man sagt, wenn ich da hingehe, gar nichts. Kommt da Blitze aus dem Boden, Kugel. Soll mal ein Remake von Tales of Vesperia für die PlayStation-Konsolen rausbringen? Dann könnte ich auch mal das Spiel endlich spielen. Das hat erste Tales of Spiel, an dem ich hier vorbeigekommen bin, ja. Tales of Vesperia, wo ich zum ersten Mal irgendwie gemerkt habe, dass die Tales of Serie eine Serie ist. Ich habe ganz ehrlich gedacht irgendwie, dass Tales of, also mir war schon bewusst, dass es mehrere Spiele gibt, die irgendwie mit Tales of anfangen, aber ich habe ganz ehrlich gedacht, das wäre ein Zufall, dass das einfach irgendwie so ein geläufiger Name ist, um ein Spiel zu benennen. Ich hatte keine Ahnung, dass diese ganzen Spiele irgendwie verbunden sind. Wenn ich irgendwann über Tales of Vesperia gestolpert habe, irgendwie ein Kampfsystem gesehen, habe ich mir gedacht, verdammt, das sieht awesome aus. Dann die Anime-Grafiken natürlich, ich bin ja ein riesiger Anime-Fan. Also ja, aber lieber auf den ersten Blick. Da war ich natürlich ein bisschen gekränkt, als ich gesehen habe, das Spiel ist nur für Xbox verfügbar. Und ja, dann durfte ich erstmal eine ganze Weile warten, bis irgendwie das erste Tales of Spiel rausgekommen ist. Weil ich habe nur eine PS3 und eine Nintendo gehabt. Und ja, dann kam irgendwann Tales of Symphonia 2, wo ich glaube, das war schon ein bisschen älter zu diesem Zeitpunkt. Das habe ich mir angeholt und ja, hat mir bedingt gefallen irgendwie. Ja, natürlich keine Ahnung von Tales of Symphonia 1 in der Geschichte und all sowas, aber Symphonia 2 hat mir nicht so gefallen. Und ich glaube auch, das ist jetzt nicht so eines der besten Spiele, was die Fans hier sich einig sind, glaube ich. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der das Spiel nicht so leiden kann. Was mich ein bisschen beruhigt. Das erste, was ich gerne als mein erstes Tales of Spiel hier bezeichnen würde, ist Tales of the Abyss gewesen für den Nintendo 3DS. Meine XP zu uns zurück. Da war ein guter Einstieg in die Tales of Serie. Ich bin immer noch Tales of the Abyss. Boah, hört auf damit. Ich bin immer noch Tales of the Abyss hat 1. Hallo? Oh, ich sehe, was ihr hier macht, ey. Macht das absichtlich, ne? Damit, wenn ich gleich irgendwie hier durchrenne, ich Probleme bekomme, ne? Ja, Tales of the Abyss fand ich hat eins der besten Stories in Tales of Spielen. Und ja, fand ich war ein guter Einstieg, deswegen nenne ich das auch so mein, weil Tales of Symphonia 2 halt nicht so gut war, meinen ersten offiziellen Einstieg in die Tales of Serie. Ja, danach habe ich die ganzen PlayStation Spiele hier gespielt. Ja. Kann man sich ja auch mal angucken auf meinem Kanal. Ich habe, weiß nicht, alle Spiele, die für die PlayStation und für die PS4, also das ist das einzige, was bisher für PS4 rausgekommen ist. Aber jedes PS3 Spiel, das rausgekommen ist, hier ist Tales of PS3 Spiel, habe ich hier auf dem Kanal Let's Play, könnt ihr ja mal nachgucken. Und Tales of Graces F bis Tales of Exilia 1 und 2, Tales of Symphonia, Tales of Symphonia 2 habe ich noch nicht Let's Played. Vielleicht irgendwann mal, aber ich weiß nicht. Jetzt ist Hysteria natürlich da. Wo ist die Katze jetzt? Ja, hallo. Ich muss ja immer noch die Katze finden. Weil die Katze oder den Katz, der Katz, ich weiß es gar nicht. Was ist der Plural von Katz? Weiß das jemand? Interessiert es überhaupt jemanden? Jetzt hocken wir ja schon 10 Minuten rum. Hier ist schon mal der Ausgang. Das ist gut zu wissen. Wir sind immer noch nicht, wo wir hin müssen. Wo die Katze ist, meine ich, da ist eine Truhe. Weil ich alle Truhen
Ich hoffe ja, irgendwo finde ich noch eine Waffe oder so. Da scheint sich da falsch zu sein. Oder perfekt. Hey, wir kriegen nur Ausrüstungsaufwertungsdinger. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ja, wo ist die Katze? Na, die ist wahrscheinlich wieder irgendwo voll versteckt, ne? Ich ja nicht finde, aber wir haben alle Truhen hier gefunden. Und bis auf das Rezept war hier eigentlich nichts Besonderes zu finden. Dreck. Ja, ist euch da drin irgendwo versteckt? Das ist ja bestimmt wieder irgendwo versteckt, wo ich mich nicht auf den ersten Blick sehe, ne? Also ohne Katz werde ich das hier nicht machen. Jetzt muss ich ja jedes einzelne Ding hier absuchen, gucken, welches das richtige ist. Ich gehe mal ja an den Büschen vorbei, vielleicht finde ich hier irgendwie Katz. Also anders, weil wüsste ich jetzt auch nicht, was wir hier machen. Ein bisschen nervig, aber was soll man machen? Nur 10 Minuten hier rennen, wenn das nicht allzu lange dauert. Wenn es doch ein bisschen länger dauert, müssen sie halt ein bisschen schneiden. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht jetzt 10-20 Minuten lang das blöde Viech suchen. Irgendwann ein. Da ist schon mal das Ding, das habe ich mir jetzt gemerkt. Ja, alles absuchen, dann werden wir blöde Katze auch noch finden. Wird jetzt nicht so lange dauern. Da wird mir halt auf der Karte irgendwann gezeigt. Nee, ne. Hm. Schlimmste wäre, wenn hier überhaupt keine Katze wäre. Wäre ja richtig dämlich. Ja, komm. Irgendwo musst du ja sein. Lass ich mich verstecken. Weil ich die letzte Katze irgendwie gefunden habe, bin ich ja voll irgendwie misstrauisch. Das Viech irgendwo hier versteckt in so einem Busch. Ja, richtig dämlich. Oder ich habe mal alle abgesucht und immer noch nicht gefunden. Jetzt aber offensichtlich irgendwo offener hier auf mich warten. Oder sie ist unsichtbar, das wäre ja noch schlimmer. Sie vielleicht irgendwie hier drin ist oder so. Was ist das hier eigentlich? Das ist mir auch am Imperischen Turm aufgefallen. Nicht? Könnte irgendwie meinen, da wäre irgendwie so ein Teleporter oder so. Aber anscheinend nicht. Ja, komm, wo bist du, blödes Viech, ey? Ich muss ja dich suchen. Was? Ja, ich habe schon alle Truhen. Da waren die da oben wieder extra. Man hat auch zufällig nur noch 3 oder 4 Dinger. Also viel, wie wir unten irgendwie übrig waren. Das ist irgendwo versteckt, ey. Komm schon. Ich war sein Mann. Das wird jetzt hier echt 10-20 Minuten dauern, bis ich das finde, das Viech, ne? Beutetrank, cool. Kann ich auch mal einsetzen. Auf Screen wird das Sammeln von Ausrüstungsgegenständen ein bisschen beschleunigen. Ich bin so gierig. Gut, guck mal da oben mal nach. Boah. Der blöde Viech jetzt hier unseren Partner verlängert. Mach doch jetzt nicht Barstein. Geh weg. Mit Ruhe. Den Bauflasche gehen wir weg damit, ey. Eine Umauer begrenzte Denor-Flasche, da könnte er vielleicht sein. Habe ich glaube ich nicht richtig nachgeguckt. Verdammt, hör auf damit. Hey, das ist ganz schön. Hallo, mein Gott, ehrlich,
Also ja, richtig nervig gemacht. Geh weg. Ich dachte immer, taucht immer direkt vor mir auf, aber anscheinend nicht. So, letzte Truhe hier gefunden. Spät getroffen. Stimmt irgendwo hier hinter so versteckt, ne? Ah. Gehen wir zwischen. Ah. Dafür wird jetzt irgendwie die meiste Zeit in diesem Part flöten gehen, als ich auf so nach diesem blöden Viech bin, ne? Na gut, hör auf damit. Und das hier natürlich, das verschwendet natürlich auch wieder ein bisschen Zeit, ey. Sein ich normalerweise in der Nähe von den ganzen Dingern hier, von den Dingern, aber schon dann Bock hier 20 Minuten nach so einem Viech zu suchen. Arg. War ja so klar, ne? Habe ich hier unten schon überall nachgeguckt, ich weiß es nicht. Ja, zur Not könnten wir mal versuchen, irgendwie ohne, obwohl das wird viel zu lange dauern. Weil dann muss ich auch viel mehr von diesen Dingern hier irgendwie suchen. Und das auch noch in kürzerer Zeit. Naja, das wird nichts. Echt schon 8 Minuten hier am Suchen. Ja, wenn das Ding jetzt nicht da oben ist, dann weiß ich auch nicht. Schneide ich wahrscheinlich, bis ich das Ding finde. Noch länger hier, noch mal 10 Minuten suche ich jetzt nicht. Ich weiß, voll spannend jetzt hier, ne? Extreme Suche nach einer Katz. Wie komme ich jetzt hier hoch, Mann? Wieder hochklettern. Wenn jetzt nicht irgendwo da oben ist, dann weiß ich auch nicht. Mache ich einen Schnitt hier kurz und sehe euch, wenn ich das Viech gefunden habe. Ich hoffe, er ist jetzt da oben irgendwo. Boah. Mega taucht auch direkt vor mir auf. Ey. Das ist so wie die Zufallskämpfe in Dragon Quest 9. Ey. Läuft irgendwie eine gerade Linie. Konnte zum Beispiel in Dragon Quest nicht irgendwie durch irgendeine, weil durch die Weltkarte laufen und weil sie nicht 5 Minuten weggucken. Läufst die ganze Zeit in eine Richtung und genau irgendwie in der Richtung, wo du hinläufst, tauchen die Monster auf und rennen auf dich zu. Richtig nervtötend. Das heißt, du musst immer im Zickzack laufen, wenn du irgendwie mal ein paar Minuten wegguckst. Ja, wenn er jetzt da hinten ist, dann weiß ich auch nicht. Dann sehen wir uns gleich. Ja, zum Glück tauchen die Dinger nicht immer genau da auf. Boah. Direkt, ey. Ja, hier muss der Viech doch sein, ne? Komm, nein, Dragona, geh weg. Ich kämpfe nicht gegen euch. Soll ich noch mehr Zeit hier verschwenden, hallo? Muss er irgendwo hier sein jetzt. Das weiß ich auch nicht. Komm. Hier drin? Nein. No. Gut. Dann noch wir jetzt da hinten. Boah, hör auf. Junge.
Ich habe keine Ahnung, wo das Katzviech sein könnte. Also sehen wir uns, wenn ich es gefunden habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder, habe die Katze gefunden und ja, schaut mal da rein. Da sieht man auf den ersten Blick hin nichts, aber dann blip, habe ich dich gefunden, du kleines Mistviech, du. Ja. Wir haben ungefähr so 2 Minuten, nachdem ich jetzt nachdem ich den Schnitt gemacht habe, also das ist wunderbar gewesen. So. Muss ich mal jetzt umdrehen, ehrlich. Gut, alles klar. Jetzt können wir weitermachen im Text. Aber nervtötend. Und ich habe all eure Zeit verschwendet. Das ist ja nicht so, als würde irgendjemand sich das ganze Video angucken. Okay. Gern geschehen. Gut. Wir werden jetzt zu diesen komischen schwarzen Dingen gehen und ein paar Gegner erledigen. Oh. So, Level 180 seid ihr, das ist ja sehr nett hier spielen. Oh. Ah, die Gegner haben wir noch nicht gekämpft, also habe ich dafür jetzt nicht zu sehr irgendwelche Überraschungen sehen werden. Ah, glaube ich nicht, ne? Oh, ein mystischer Art. Ich meine 4000 mit einem Schlag, ne? Wie einige Viecher von euch können irgendwie zaubern, das wäre mir ein bisschen zu nervig gerade. Auch du? Hey. Also sie hat Maul. Komm mal her. Beide Managerie. Ja, Managerie gesagt? Komm her. Zeig euch meinen neuesten Kartentrick. War das in die Disco-Band? Nee, die war so. Also, boom. Noch eine Mystikarte und noch eine Mystikarte. 2, 3 Mystikarten zum Preis von einer. Geh weg. Und was bist du? Du bist Widerstandskrieg gegen ihn, super. Was zum? Das ist ein Normin-Ort hier. Normin-Insel, was weiß ich, wie das Ding nochmal ist. So. Ein AP, Mann. Der erste Kampf ist immer nur so schwer, ne? Kämpfe danach sind immer nur so 2, 3 Gegner oder so. Hoffentlich. Ich hoffe, wir kriegen ja natürlich auch ein paar Gegenstände hier. Mal schaffen. AP bitte. Sehr gut. Boom, nichts Neues bekommen. Das finde ich immer am geilsten. So, wir haben 15 Minuten. Oberen Ebene sehe ich 2 Dinger natürlich. Wir sind da so nervtötend wie möglich machen. Aber erstmal haben wir hier einen. Wahrscheinlich noch in diesem oben oberen Gebiet hier. Was zum? Was? Ach da, boah. Ein roten Adler. Schwäche Wasser. Gelo, hau rein. Ich glaube, achten gegen was die Angriffe sind hier. Art Angriff oder so. Lass mal bitte Wasserangriff ein, danke Mario. Falsch, was habe ich denn bei ihr eingeschickt?
fliegt und fegt. 15 Minuten, das schaffen wir auch locker. Hallo. Ist aber sehr bewusst, wenn ihr einige Sachen hinterlassen würde. Ich habe jetzt keinen Bock hier jetzt dann noch meine Ausrüstung Titel auszurüsten. Extra für euch, dann wird der Part ja noch länger. Wieder offscreen hier. Wieder ein bisschen farmen. Oh, verhindern könnt ihr nämlich einige Gegenstände von euch bekomme. Ihr seid doch so gut, oder? Ich gehe keinen Schaden halt. Warum ich das jetzt deswegen reingenommen habe. Er kann Wasser angriffen, ne? Mein Gott. War sehr gut. Bei zeitbasierenden Dingen werden vielleicht eine gute Idee. Okay, sind sie weg. Mir was bleibt weg. Wenn ich schon hier euch bekämpfe, dann gibt mir auch Face was. Werdet ihr auf der Karte sehen. Nö. Auf der anderen Seite sind zwei, sehe ich. Auf der Karte. Bin die zufällig gepickt oder? Weil die sind irgendwie gefährlich nah beieinander. Was heißt ja gefährlich nah? Gesundheit. Einfach nebeneinander. Aber was soll's? Spart mir ein bisschen Laufweg. Da. Jetzt muss ich durch diese blöde Brücke hier gehen. Und wenn ja keine Zufallskämpfe aktiviert, ne? Nicht die berühre, oder? Das ist wahrscheinlich der Fall. Den kriege ich so viel Zeit, oder? Gut. Ich könnte eigentlich den hier machen, ne? Ist auch der gar nichts auf. Ey. Also kommt das beim ersten Mal immer. Weil dann, wenn ich es mal brauche. Aber wir sind die ersten 7 Sekunden unbesiegbar, also haut rein. Also noch Schaden raushauen, wie blöd. Also ich könnte zaubern, aber erstmal. Die ganz zufällig hier effektive Sachen einsetzen. Oh Gott. Ja. Lauf mich runter, ich kann dann ab. Au. Au. Au, okay, Mann. Wenn ich dreimal hier kaputt werden, ich das machen kann. Und Schlitz und Stich und auf den Boden hau. Ja, wenn wir schon irgendwie einer der bepowerten Tales of Charaktere aller Zeiten. Ich dachte, einige Charaktere in Tales of Graces F werden irgendwie broken mit einigen ihrer, wie nennt man nochmal, Tempo-Fähigkeiten. Gab's denn alles nochmal? Espel hat irgendwie so ein Ding, das um ihn herumfliegt. Sophie konnte sich teleportieren. Ah ja, Pascal. Diese Sphäre, die einen unbesiegbar machen konnte, hat einen manchmal gerettet. Ja, Tempo-Fähigkeiten aufzuladen war sehr viel schwieriger als hier. Da ist eigentlich fast die gleiche Funktion. Drückst einen Knopf und eine besondere Fähigkeit wird aktiviert. So, okay, wo sind die restlichen Dinger? Da werden zwei auf der Karte. Okay. Und das ist halt letzte hier oben, ne? Oh. Nein, wird nicht auf der Karte angezeigt. Okay. Da gib mir mal ein paar Ausrüstungsgegenstände. Und wenn ich schon hier gegen euch kämpfen muss, dann gibt mir Face immer ein paar Sachen.
mich ist halt voll Verschwendung. Boah, und die geben mir auch keine Seelen. Ich habe irgendwie nichts wie geplant. Ich bin die Katze nicht. Ich krieg keine Ausrüstungsgegenstände. Nee. Ist ja nur all dieser Part hier. Oh Gott. Ja, oh, sie ist trotzdem noch kaputt gegangen. Boah, ich hab doch. Oh, ich hab keine mehr. Alter, ist gut. Nick Nation, komm. Irgendjemand muss Eleanor in der Zwischenzeit. Hi. Boom, Nick Nation. Hau alles weg. Oh. Nimm das in Nick Nation. Oder einer ist kaputt gegangen. Gut. Ja gut, ich hab immer noch gut gemacht. Sehr gut. Oh, das war ein guter Kampf. Namenloser Speer, wieder was Namenloses. Schaffen von einem Unbekannten. Alles klar. Und ja, die geben mir sehr viel Angriffskraft, habe ich mir schon gedacht. 1400. Ja, ich glaube, diese namenlose Klamotten sind ganz schön stark. Ich meine, ich kriege von den ganzen anderen Gegnern die restlichen Waffen. Ne? Die werde ich dann, bevor ich, weil ich weiß ja nicht, was die letzte Ebene ist. Das ist ein Problem. Ich habe irgendwie letzte Ebene heißt auch irgendwie letzte Ebene. Ich würde mir die Sache ein bisschen vereinfachen. Da kommt noch irgendwas danach, was weiß ich. Es wäre ja, wenn ich so richtig aufs Maul bekommen würde. Und dann irgendwie sehe, aha, ich muss noch ein bisschen Vorbereitung. Also zur gleichen Zeit wünsche ich mir das auch nicht. Ja, so viel maximieren hier an Ausrüstung und so kann ich glaube nicht mehr. Ja, gefährlich nah am Maximum. Ja, die kommen ja gar nicht zur Ruhe, die Viecher. Und Schlitz. Wir kommen, dass die meisten von denen noch über die Hälfte aller AP haben. Verdammter Dreck. Ich könnte meinen, ich hätte ja Schaden gemacht, wie blöd, ne? Boom. Konter. Und noch eine Musik. Oh, wir ziehen auch die ganze Zeit ab. Ah, schon wieder. Ha. Schon wieder, ja. Ich dachte, ich könnte diesen einen Effekt einsetzen, der die Scherzigen Dingen. Sehen, Brecher, aber weiß ich. Kommt dann tot. Wow. Oh. Namenlose Dolche. Ich hab schon Dolche mit Okuro. Ah, perfekt, wir sind genau hier. Ich hab doch schon. 999. Wie soll ich die Dinger in Farben, ey? Gib mir Angriffskraft, ja. So, jetzt noch den Boss plätten. Komm, bist du denn? Was bist du? Wie so eine Spinnen-Drachen-Bär-Pflanze? Hat zum großen Fuß als Kopf. Zum Chimäre. Ashtag. Wir sind noch unbesiegbar. Los. Sieht das aus? Der richtig viel Schaden rein. Obwohl eigentlich. Ja. Eins zieht alles ab. Ich krieg die Krise. Aber den schaffen wir auf jeden Fall noch. Hallo. Ja, nicht so, als wären wir irgendwie aufgeschmissen. Wir haben immer noch alles Teiler und so. Ne, also so ist das jetzt nicht. Was bist du anfällig? Gegen gar nichts. Geil. Lieb ja gegen sowas zu kämpfen. Mal gerade mal den Links einsetzen. Oh. Oh Gott, gegen den kriegen wir ja auch besser. Weiß ich mal irgendjemand hier. Warum musst du ausgerechnet?
weiß, man kann auch irgendwas anderes drücken, damit die Charaktere sofort auftauchen, aber mir gefällt es nicht, dass ich die ganze Zeit eins abziehe. Kollege. Ja, zwei. Ich habe meinen Schaden gerade verdoppelt, habt ihr das gesehen? Hallo? Die ist die einzige, die ein bisschen Schaden macht. Noch mehr. Wir sehen, welcher kann ich als einziges, glaube ich, mehr Schaden machen. Dann auch nur hin und wieder. Dreck, ey, ist das denn für ein Gegner? Ey? Er ist auch die ganze Zeit am Abwehren, also hier nichts an Schaden rein. Nation. Ey, ich glaube, ich habe keine Dinger verballert. Sehr gut. Ja. Na komm schon. Ich habe noch fünf Dinger, was? Sehr gut. Macht das hier wenigstens ein bisschen Schaden. Ja. 74.000. Ah. Wenn Luffy jetzt funktioniert hat, er braucht keine Dingens. Sehr geil. Wieder fünf. Hey, immer noch eine Seele bitte. Ja, Luffy jetzt carried hier diesen Kampf. Eine Seele. Boom. Ach man, komm schon. Was ist das für ein Kampf gewesen, ey? Jetzt mache ich gar keinen Schaden, harmlose Motor, sehr gut. Sieht das Alchemisten. Potentitfresser. Oh, habe ich alle Potentite? Ich glaube, bei der Zerlegung von Ausrüstungen, die über Stufe 1 hinaus aufgewertet wurde, die Menge der erhaltenen Materialien. Ja. お願い。展開で何があったのか教えてください。いいでしょう。私たちが巻き込んでしまったあなたのような若い精霊には知る権利がある。天族にとって汚れは猛毒。Okay. 汚れを生み出す地上の人間たちは天族にとって危険な存在でした。それゆえ天界の天族は地上ごと人間を滅ぼそうとしたのです。そんな乱暴な。でも天族の中にも人との共存を願う者たちがいました。彼らは地上を滅ぼそうとする天族たちと賭けをした。 自分たちが地上に降り、汚れを乗り越えて人と共存を果たしてみせると。その天族たちが聖主と精霊になったのか。そう。彼らの夢が実現した時、天界の門は開かれ、人間と天族、天界と地上は一つになる。天界との間にそういう制約が結ばれたのです。 けど、その夢は数万年経っても果たせてないわけね。当然です。天界に残った天族たちは制約の対価として人間と精霊にあるルールを課しました。でも、それは共存を不可能にする呪いだったんです。最初から天界は人間と私たちを切り捨てて 滅ぼすつもりだったのでしょう。すべて無意味で無駄だったのです。人間と精霊に課せられたルールか。呪い。
なるほど。読めてきたまい。ああ。呪いとはおそらく。気に入らないわね。Okay. Ich würde sagen, das war's dann für mich heute. Aufnehmen, Tales of Berseria, weil. Jetzt geht Eleanor im Badetuch. なぜそんなにグイグイ来るんですか？だってニャスタオルはロマンなのにゃ。猫にの、いや世界のロマンなのにゃ。わからないけど、わかりました。結局受け取る羽目になるんですね。Was ist denn ein Eleanor Objektsammler, was? Ganzen Trophäen regnen jetzt hier nur ein. Ja, Teleportationspunkt.Was auch immer die anderen beiden Sachen sind, ich nehme sie einfach. Boom. Aktivieren. Dann werde ich wahrscheinlich im nächsten Raum, die siebte Kammer, schon mal die Gegner hier erledigen. Das Rätsel der Welt. Einfach nur um, ja.Ausrüstungen von den Gegnern, die jetzt da auftauchen, zu farmen. Dann sind wir hoffentlich gut gerüstet im nächsten Part. Namen unserer Motor darf ich nicht vergessen. Naja, ja, Velvet hat als einzige noch nicht. Ja, cool, alles klar. Dann sage ich, in der nächsten Folge werden wir uns dann in der siebten Kammer sehen. Bis dahin werde ichAusrüstungen gefarmt haben und Sachen gelernt haben, hoffentlich, um es dann noch ein bisschen einfacher zu machen. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wird ein bisschen länger der Part, aber was soll's, ne? Guckt sowieso keiner ganz an. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo oder ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Gesundheit, Magelu.